Mit einem Güterzug ist 528177 der Dampflokfreunde Berlin von Kiez nach Berlin unterwegs. Leider ist die Baureihe 52 im dunkelsten Kapitel der deutschen Geschichte entstanden. Für nur 5 Jahre konzipiert und nur mit dem Mann ausgerüstet, sollte sie nach dem Endsieg wieder ausscheiden. Doch in mehr als 45 Jahren Einsatzzeit bewährte sich die Kriegslok eher in Friedenszeiten. Ein Eisenbahnverkehr ohne 52er wäre nach dem Kriege nur schwer vorstellbar gewesen. Gerade zu Zeiten der jungen DDR ist die Baureihe 52 nicht wegzudenken. Folgen Sie uns in die Geschichte der Baureihe 52. Nicht weniger als 6.383 Maschinen kamen von 1942 bis Ende 1944 zur Deutschen Reichsgesellschaft. Rechnet man noch die zahlreichen Nachbauten anderer Bahnverwaltungen dazu, sind es sogar 6.750 Exemplare. Eine Größenordnung, die im Lokomotivbau wohl einzigartig sein dürfte. Die Lokomotiven der Baureihe 52 nehmen im Beschaffungsprogramm der Reichsbahn eine Sonderstellung ein. Weder im ersten Beschaffungsplan von 1924 noch im zweiten von 1934 und auch nicht im dritten von 1939 war die Baureihe 52 vorgesehen. Doch schon am 12. September 1942 verließ 52001 die Bausichwerke in Berlin. Unser Güterzug mit 528177 ist auf der reizvollen Ostbahn unterwegs. Fast die gesamte Strecke zwischen Berlin und Kiez verfügt noch über doppelte Telegrafenmasten. Ende 1941 standen auf dem Beschaffungsplan der Reichsbahn nur noch 3 Lokomotiven. Die Baureihen 44, 50 und 86, die für die Kriegsführung Bedeutung besaßen. Die Reichsführung glaubte in völliger Verblendung, dass die Bahn zum entscheidenden Faktor des Nachschubs in der Sowjetunion werden müsse. Nachdem der Nachschub im Winter 1941-42 fast völlig zusammenbrach und die ungeeigneten Loks der Deutschen Reichsbahn streikten, sollte plötzlich die Massenfertigung einer neuen Lok die Wende bringen. Noch 1941 forderte Hitler die sprunghafte Steigerung der Lokomotivproduktion. Diese konnte von der Industrie nur durch einschneidende Vereinfachung in Konstruktion und Fertigungsbeschleunigung erreicht werden. Bisher wichtigste Lokomotive im Krieg war die Baureihe 50. Insbesondere die Achsfahrmasse von nur 15 Tonnen und die Leistung, einen 1200-Tonnen-Zug noch mit 65 Kilometern in der Stunde zu ziehen, machte die Baureihe 50 im Krieg universell einsetzbar. Hier 50849 der Deutschen Reichsbahn vor einem Personenzug Zwickau-Aue. 50849 ist noch weitgehend im Originalzustand erhalten und wurde als Traditionslok der Reichsbahn geführt. Schnell erkannte man, dass die von verschiedenen Fabriken eingereichten Vorentwürfe für eine neue Kriegslok wenig hilfreich waren. Denn ein Neuanfang hätte zum Stillstand der Produktion geführt. So kam es zum fließenden Übergang von der Baureihe 50 zur Kriegslok. Im März 1942 ging es mit den ersten UK-Loks los. Die im Spätsommer 1942 von Henschel und Krauss-Maffei gefertigten 50er sahen auf den ersten Blick bereits aus wie 52er. Auch 50-29-88, der Eurovapor, ist eine UK-Lok. Nach dem Krieg erhielt sie bei der Bundesbahn das heutige Aussehen. In einem NS-Propagandafilm wurde 1943 die vereinfachte Produktion der Baureihe 52 zeitgemäß dargestellt. We'll be right back.
viele Bauarten für unzählige Zwecke schaffen und dabei Abertausenden Brot geben. So hieß das Friedensprogramm der deutschen Lokomotivwerke. Doch der Krieg brachte auch hier eine revolutionäre Wendung. Die Konzentration aller Kräfte auf ein Ziel. Nur noch eine Lokomotive, die auf allen Strecken in Frost und Hitze durchhält. Nur noch eine Lokomotive, aber die beste und einfachste für den Einsatz im Kriege. Nur noch eine Lokomotive, doch gemeinsam gebaut von allen Lokomotivwerken des Reiches. Das erforderte die sinnvolle Verteilung der Arbeit auf viele Werke, die strengste Normung aller Teile, die äußerste Vereinfachung jeden Werkstückes. Das heißt, jährlich Tausende von Lokomotiven mehr als im Frieden bauen, ohne mehr Arbeitskräfte als bisher zu beanspruchen. Das bedeutet, die Weite des europäischen Raumes meistern, soweit Räder über Schienen rollen. Gradsätze, Druckbehälter, Funkenfänger, Treibstangen, Brotzylinder und viele andere Lokomotivteile sind planmäßig von den anderen Werken angeliefert worden. Der Bau der Kriegslokomotive 52 kann auf vollen Touren laufen. ...1942 wurde der Reichsbahn die Zuständigkeit für die Lokomotiventwicklung entzogen. Als hilfreich erwies sich der tödliche Unfall des bisherigen Ministers für Bewaffnung, Fritz Todt, denn der von Hitler eingesetzte Nachfolger Albert Speer begann sofort aufzuräumen. Er erteilte die Hoheit über die Lokentwicklung dem Hauptausschuss für Schienenfahrzeuge unter der Leitung von Degenkolb. Als Vater der Kriegslok gilt Adolf Meckel, dem bisherigen Leiter der Vereinheitlichungsbüros der Lokindustrie. Die neue Kriegslok sollte die gleichen Leistungskriterien wie die Baureihe 50 haben, aber deutlich an Arbeitsaufwand und Material einsparen. Hinzu kam, dass die Wehrmacht für die Jahre 1943 und 1944 jeweils 7500 Lokomotiven forderte. Im September 1942 rollte der erste Prototyp bei Bausig in Berlin aus den Hallen. Das Ergebnis war mehr als beachtlich. Die Baureihe 50 bestand aus 6000 Teilen, dagegen waren es bei der 52 nur noch 5000, wovon noch 3000 vereinfacht ausgeführt waren. Etliche Tonnen Material konnten eingespart werden, davon 2,65 Tonnen Buntmetall. Die Arbeitszeit verringerte sich je Maschine um 6000 Stunden. Die Vereinfachungen gegenüber der Baureihe 50 waren so umfangreich, dass wir ihnen nur die wichtigsten nennen werden. Entfallen ist der Knorr-Oberflächenvorgang. Eine zweite Strahlpumpe ersetzte die Speisepumpe. Gänzlich verzichtete man anfangs auf Windleitbleche. Große Veränderungen gab es auch am Fahrwerk. Bei der Steuerung entfiel der Schieberkreuzkopf. Der Voreilhebel erhielt eine Pendelaufhängung. Herstellung der Treib- und Kuppelstangen stellte man auf Massenproduktion um. Der Barrenrahmen wurde durch einen einfacher zu bearbeitenden Blechrahmen ersetzt. Lediglich 300 Maschinen erhielten noch Barrenrahmen aus Restbeständen. Am 8. Juli 1943 verließ 52-48-66 die Maschinenbau- und Bahnbedarfs-AG Babelsberg, als Ohrenstein und Koppel wohl bekannt. Für die Baureihe 52 sind der Leichtbauwannentender 22T30 und der Steifrahmentender der Bauart 4T30 entwickelt worden. 1108 Maschinen erhielten einen erweiterten Frostschutz. Hierzu gehörten die Isolierung von Kessel, Tenderwasserkasten und der Luftpumpe.
Am 3. Juli 1943 feierte man in der Maschinenbau- und Bedarfs AG in Babelsberg die Erfüllung des Führerbefehls, pro Monat 500 Lokomotiven zu bauen. Wenige Tage später kam es auf dem Verschiebebahnhof Sedin bei Berlin zur Parade von 51 neuen Lokomotiven, der höchsten erreichten Tagesleistung aller Lokomotivfahrer. Einige Altbau 52er sind bis in unsere Tage erhalten geblieben. So auch 52, 58, 67, die heute zur historischen Eisenbahn Frankfurt gehören. Am 10. Juli 1943 verließ sie die Werkhalle in Babelsberg. Von 1945 bis 1970 gehörte 52, 48, 67 zur österreichischen Bundesbahn. 1980 kam die Maschine von der Graz-Kulflacher Eisenbahn zu den Frankfurtern. Seit einigen Jahren erfolgt sie gelegentlich Ausflüge mit Sonderzügen auf der Frankfurter Hafenbahn oder wie hier zwischen Frankfurt-Höchst und Königstein. Kriegslokomotiven angewiesen, da der Bestand der Baureihen 44 und 50 zu gering war.
Nach ersten Generalreparaturen, die insbesondere Mängel und kriegsbedingte Vereinfachungen beseitigen sollten, stellten sich bei vielen Maschinen Schäden am Langkessel ein. Da die Baureihe 52 bei der Reichsbahn noch über mehrere Unterhaltungsabschnitte laufen sollte, entschied man sich für einen Neubaukessel und eine Rekonstruktion. Heute bei den Eisenbahnfreunden Zollernbahn zu Hause ist 528055. 1962 erfolgte die Rekonstruktion aus 521649 im RAW Stendal. Dort erhielt sie einen Neubaukessel, der baugleich mit dem der Reco 50 ist. Er verfügt über eine Verbrennungskammer mit kleinerer Rostfläche, aber größerer Strahlungsheizfläche. Rekonstruiert wurden nur Maschinen mit Blechrahmen, da sich dieser leichter an die neuen Kessel anpassen ließ. Typisch für die Reco 52 ist der Mischvorwärmer vor dem Schornstein. Wegen des Platzbedarfs der Mischvorwärmeranlage musste ein Hauptduftbehälter auf dem Umlauf untergebracht werden. Beheizt wurden die Rangierbahnhöfe Schöneweide und Wuhlheide. Hier macht 528087 kräftig Dampf. Auf dem Güterbahnhof Wuhlheide ist gerade Wachablösung. 8 Stunden musste das Personal mit ihrer Lok hier Weichen heizen. Abgelöst wird 528055 von 528177. Von 1960 bis 1967 rekonstruierte das RAW Stendal insgesamt 200 Maschinen. Viele standen bis weit in die 80er oder sogar bis in die 90er Jahre im Dienst. 1992 gab es die letzte große 52er Parade im BW Schöneweide. Nicht weniger als 7 Maschinen waren im Rundlokschuppen aufgereiht. 528087 stand für sogenannte Drehscheibenfahrten unter Dampf. Ebenfalls zum BW Berlin Schöneweide gehört die Altbau 526666. Seit Mai 1981 war 526666 betriebsfähige Traditionslok der Reichsbahn. Hier verlässt sie mit dem Veltener Traditionszug den Bahnhof Berlin Zoologischer Garten. Im Frühjahr 1991 weilte 526666 zu Anpassungsarbeiten am Tender im RAW Meiningen. Hier erhielt sie einen Steifrahmentender der Bauart 4T30. Der Tender hatte als Wasserwagen in Köthen überlebt. Rein zufällig fand zur gleichen Zeit eine Plandampfveranstaltung auf der Strecke Arnstadt-Meiningen statt. In Doppeltraktion verlassen 44-10-93 und 52-66-66 den Bahnhof Gehlen. In Oberhof ergänzt 526666 ihre Wasservorräte. Gut zu erkennen ist die Frostschutzverkleidung über der Luftpumpe auf dem Umlauf. Die Arbeitsgemeinschaft 4x6 des BW Berlin Schöneweide hatte die Frostschutzverkleidung originalgetreu nachgebaut. We'll be right back.
Wieder zu Hause in Berlin konnte 52 66 66 bei einigen Sonderfahrten ihren Steifrahmentender vorführen. Hier verlässt sie den Bahnhof Mittenwalde bei Berlin. Am 27. Oktober 1943 verließ 52 66 66 die Skoda-Werke in Pilsen. Im Betriebsbuch ist als erste Heimat das BW Nossen in Sachsen eingetragen. Bis 1949 blieb sie in Sachsen. Über Stendal erreichte 52 66 66 am 15. Oktober 1949 den Berliner Raum. Seit Ende 1971 ist das BW Berlin Schöneweide. Seit September 1984 bemühte sich die Arbeitsgemeinschaft 4x die 6 um die Maschine. Wie wir schon gehört haben, wird 52 66 66 seit 1981 im Traditionsbestand der Deutschen Reichsbahn geführt. Leider hat die Deutsche Bahn AG kein großes Interesse an der letzten bahneigenen Einbau 52. Mit Fristablauf im Sommer 1993 endete die über 50-jährige Geschichte. Ihren letzten Einsatz hatte 52 66 66 auf der Heidekrautbahn bei Berlin. Hier mit dem Feldener Traditionszug vor Barsdorf. Zum Fahrplanwechsel 1991-92 kehrten sogar einige Reko 52er in den Planbetrieb zurück. Schon seit langem hatte die Reichsbahn ein samstägliches Eilzugpärchen Nauen-Berlin-Lübbenau im Programm. Nach ersten Versuchen im Herbst 1990 wurde der Eilzug regelmäßig dampfbespannt. Was lag näher, die Wustermarker und Schöneweider 52er einzusetzen? Einfahrt in den Bahnhof Zoo hat die Wustermarker 528006. Heute steht die Maschine in Hermeskeil.
Als Verstärkung kam aus Frankfurt-Oder 5281-17 nach Wustermark. Hier erreicht sie den ehemaligen Grenzbahnhof Friedrichstraße. Ebenfalls zum BB Wustermark gehörte 5285. Markant ist der große Schneeräumer. Zum Bestand des BW Schöneweide gehörte 5280-79. Hier schlängelt sich der Zug vom Alexanderplatz über Janowitzbrücke Richtung Hauptbahnhof. Begeben wir uns in die 70er Jahre, wo die Baureihe 52 noch maßgeblich am Betriebsgeschehen der Reichsbahn beteiligt war. 52er Hochburg war das BW Brandenburg südlich von Berlin gelegen. Mit einem schweren Güterzug macht sich 5281-50 auf den Weg.
Sogar als zweifelhaftes Kunstobjekt wurde die Baureihe 52 missbraucht. Der Aktionskünstler Wolf Hostell ließ die Bustamata 52-2751 auf den Rücken legen. Das Kunstwerk erhielt die Bezeichnung La Tortuga und sollte eine auf dem Rücken liegende Schildkröte symbolisieren. Über Kunst lässt sich niemand streiten. Von 1987 bis 1990 musste 52-2751 auf ihre Rettung warten. Zwei Kräne drehten die Lok wieder auf die Räder. Heute befindet sich 52-2751 im Kunstmuseum in Mal. Allerdings wieder mit den Rädern hoch. Zu den Betriebsfilmen sind waren. Anlässlich einer Plandampfveranstaltung war 52-8200 mit einem Güterzug am Kutscher Berg bei Dresden unterwegs. Sie ist die letzte Regionsbildung im Flügel der Baureihe 52. Erst 1967 entstand von R.A. Stendal aus 467 die heutige 8200. Ebenfalls 1967 rekonstruiert ist 52-8195, die in Wilken in Sachsen auf Ausfahrt war. Am Haken hängt ein schwerer Güterzug, der nach Bischofswerda soll. In Putzkau wird das 21-bogige Steinbogenviadukt über das Tal der Wesenitz überquert. Besonders im ostsächsischen Raum waren viele 52er stationiert, wo sie
Ämter und Personen zu diesen Städten. An alte Zeiten und die Engelsdorfer 52, 81, 54 in Bautzen an. Die Engelsdorfer 52, 81, 54 ist heute in privaten Händen. Der Verein Eisenbahnmuseum Bayerischer Bahnhof zu Leipzig betreibt seit 1993 die Maschine. Hier am Leipziger Bahnhof Schildeswahl-Kirche. Sind Gott sei Dank noch alle Anlagen zur Dampflokversorgung vorhanden. So findet sich ein betriebsfähiger Wasserkran und eine Drehscheibe, für den Dampflokeinsatz nun mal unentbehrlich. Rund 30 Kubikmeter Wasser und 10 Tonnen Kohle fasst der 2,2 Wandtank.
Natürlich konnte 52, 81, 54 ihre Leistung auch wieder in den Zugdienst unter Beweis stellen. Zusammen mit der Glauchauer 58.047 ist die Engelsdorfer Maschine von Görlitz nach Bautzen. Zurück zum Personenzugdienst. Eher gesagt zum Nebenbahndienst, wenn auch auf Nebenbahnstrecken war die Baureihe 52 anzutreffen. Hier erreicht 52 81 54 den Haltepunkt Kaltenbach. Thank you.
Zur Kriegslokgeschichte gehört auch das Kapitel 52er im Ausland, die praktisch über ganz Europa verteilt sind. Große Bestände gingen als Reparationsleistungen in die damalige Sowjetunion. Dort erhielten die Maschinen die russische Baureihenbezeichnung TE. Die Loknummer blieb erhalten. Fast bis in die heutigen Tage hielt die sowjetische Staatsbahn große Mengen an Maschinen als strategische Reserve vor. Aus diesem Bestand kommt 52, 59, 33, die betriebsfähig aufgearbeitet, zurzeit im Müllbau untergestellt. Sogenannte Beuteloks reihte die polnische Staatsbahn die im Osten verbliebenen 52er ein. Sie erhielten die Baureihenbezeichnung TY2. Mit einem Güterzug ist TY406 unterwegs. Bis 1946 trug sie die Nummer 524770. Die polnische Staatsbahn hatte die Reihe TY2 bis in die 90er Jahre im Plan. Ist TY42148, ein deutscher Nachbau. Von 1945 bis 1951 fertigten polnische Fabriken aus vorhandenen oder nachgebauten Teilen die Reihe TY42. 50 Jahre danach ist TY42148 mit einem Personenzug unterwegs. Die Bundesbahn konnte nach dem Krieg auf eine große Anzahl von 52ern zurückgreifen. Lange Zeit standen die Maschinen, wie hier an Semmering, im schweren Gebirgsbahndienst. In Doppeltraktion befördern 52 1198 und 52 49 84 einen Kohlezug Richtung Würzzuschlag.
Wir sind wieder im Berliner Raum. 52-81-77 ist mit der zweiten Fuhre nach Kiez unterwegs. Die heutige 52-81-77 verließ 1944 die Werkhallen der MBA in Babelsberg. Die Rekonstruktion erfolgte im Jahr 1966 mit allen Retro-52ern in RAB-Stellen. Seit 1955 ist die Werkhalle in Schönweide stationiert. Ausmusterung erfolgte im August 1991. Im Dezember des gleichen Jahres erwarben die Waffenfreie Berlin. Beseitigt werden, mussten unter anderem die Folgen eines Wasserstands. Münchenberg in der Märkischen Schweiz ist erreicht. Das Personal nutzt den Halt zu einer kleinen Ruhepause. Vor der Abfahrt sorgt der Heizer wieder für ordentlich Dampf. Rund 53 Jahre Baureihe 52 liegen zurück. Als Kriegslok geplant und nur für eine kurze Einsatzzeit vorgesehen, bewährte sich die Baureihe 52 eher als Friedenslok. Sie ist zwar nicht die laufruhigste Maschine, doch leisteten die vielen Exemplare immer treue Dienste. Wünschen wir den noch zahlreich vorhandenen Lokomotiven der Baureihe 52 noch ein langes Betriebsdasein und immer eine Handbreit Wasser.